Du hast dich drauf gefreut, ne? Ja, schauen wir mal. Was denn? Du traust meiner Wasserkonstruktion nicht, ne? Dass das hier überhaupt nicht geht, ne? Prost. Schieb den Bolzen, Fritte. Schieb den. Super. Es ist gelogen. Es ist komplett gelogen. Ich habe nicht nur geringelte Sachen. Ich habe fast nichts Geringeltes. Na? Unser neues Teammitglied. Du hast dich drauf gefreut, ne? Wir packen jetzt die Waschmaschine aus. Das ist eine kleine Waschmaschine. Wir wollten eine kleine. Hätten auch eine große dorthin gekriegt, wo wir sie hin tun wollen, aber dann wäre gar kein Platz mehr übrig gewesen. Hier, die braucht sehr, sehr wenig Wasser und auch wenig Strom und hat auch eine komplett grüne Lieferkette mittlerweile und das war für uns ein wichtigeres Kriterium. Markus und Katja, vielen Dank an euch. Ihr habt uns den Tipp gegeben. Ihr habt uns aufmerksam gemacht auf die Tiny Wash, weil sie ist klein und wäscht. Und trocknet. Ja. Also es ist jetzt klar, Trocknerfunktion ist nicht so das Wichtigste, aber wenn sie da ist, ist es nicht verkehrt. Tiny Wash ist ein deutscher Hersteller und super netter Kontakt, mit dem hatten wir auch gesprochen gehabt. Ja, und jetzt ist er da, jetzt wollen wir mal reingucken, ne? Ja, ich freue mich. Unboxing zur Waschmaschine. Ei. So gut, dass wir so ein Achterdeck haben, wa? Ja. Montageort und Befestigung, Fliehkräfte und eine Bohrschablone. Zuwasserschlauch. Der hat hier eine Schnellkupplung auf der Seite. Ah, cool. Das ist der Platz, den man an der Wand braucht. Ja. Okay. Ist echt klein, ne? Mhm. Die vier Bolzen, die man braucht, die sind auch dabei. Das ist der Abwasser. Das ist der Abwasserschlauch. Abwasserschlauch. Das ist eine spannende Installation, die wir da haben. Also es sieht relativ einfach aus. Ich bin gespannt und ich denke auch, dass es einfach wird. Du weißt, Brot, ne? Ja, Brot ist selten einfach. Genau. Okay. Oh, die sieht immer cool aus. Yay. Darf ich drauf zufallen? Ja. Komm. Komm. Wie guckst du? Schön. Ja, ne? Es, großartig, echt. Wie gesagt, es ist nur eine kleine Maschine. Die baut auch nicht tief, ne? Nee. 32 cm, wenn ich es richtig im Kopf habe. Juhu! Also, Unterkonstruktion ist gebaut. Ich bohre die Bolzen noch ein und dann können wir sie heute noch aufhängen. Können wir sie dann auch heute testen? Ja, schauen wir mal. Was denn? Du traust meiner Wasserkonstruktion nicht, ne? Doch, deiner Wasserkonstruktion traue ich. Aber du weißt, Boot dauert immer dreimal so lang. Das ist nun mal so. Ja. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Unterkonstruktion, bevor ich das einbaue. Wir sind hier im Schrank in der V-Kabine. Hier vorne seht ihr erstmal ein Loch, da kommt später die Kühlbox rein, das habe ich gleich mit berücksichtigt. Und ich habe hier eine Unterkonstruktion gebaut, die sich hier auf diesen, das sind Stringer, das ist vom Boot eine Aussteifung. Da habe ich mich hier einmal draufgesetzt, habe eine Balkenunterkonstruktion gemacht und die mit Wangen nach unten abgestützt. Und dann auch so verklemmt, dass da nichts mehr passieren kann. Und im Prinzip sitzt das mit Druck zwischen oben und unten und hat jeweils einen Köcher, also die Füße stehen in so Köchern drin, damit die nicht mehr wandern können beim Schleudern. Oben genauso. Konstruktion ist fest. Also auch wenn man da mit Gewalt dran reißt, da passiert nichts mehr. Und ich habe hier noch eine Platte drauf gemacht. Also hier läuft noch ein Balken und hier läuft noch ein Balken. Und jetzt habe ich noch mal eine 12 mm Platte drauf gemacht, damit auch so rum nichts mehr passieren kann. Und habe die dann auch sowohl verschraubt als auch aufgeleimt. So, so viel zur Unterkonstruktion. Und jetzt haben wir hier diese Bohrschablone, was jetzt hier so ein bisschen täuscht, das hier oben ist ein bisschen schräg und was aber richtig ist, ist, das hier ist winklig und diese Holzunterkante, das hier ist ein rechter Winkel, also das passt. Und die Bohrschablone gibt hier einmal die Außenkante von der Maschine
Und ich habe gerade noch mal geguckt, die Tür öffnet sich innerhalb dieses Profils. Also die würde dann hier glatt an der Wand anliegen. Das passt also. Und ich mittel das jetzt ein bisschen aus. So. So, die Bolzen sind jetzt drin. Jetzt hole ich die Waschmaschine und hänge die ein. Das hier ist unten, was ihr seht. Die Verkleidung ist mit 4 Schrauben gesichert. Dann kann man die Verkleidung abnehmen. Und alles, was dann noch zu tun ist, ich kippe die mal ein bisschen hoch, dass man das besser sehen kann, ist hier einmal den Abwasserschlauch zu befestigen mit einer Schelle. Der wird nur drauf gesteckt, das ist dieser Gummiwinkel. Und auf der anderen Seite muss der Wasserschlauch unten durchgeführt werden und dann hier an diesem T-Stück befestigt werden. Der wird eingeschoben bis zur schwarzen Markierung und dann kommt dieser Reiter da drauf, dieser Sicherungsstift, der ist auch dabei. Der wird mit aufgeklickt und das war's. So, jetzt wird's kitzlig. Weiß ich selber noch nicht. Moment. Will nicht durch oder was magst du die reinfummeln nicht? Der unteren Bolzen? Schau mal, wenn du hier guckst. Ah, schieb den Bolzen für da. Schieb ihn. Super. So? Passt schon. So. Kannst du die halten? Na, was bastelst du da? Ich lackiere die Bretter für den Schrank, für den Zwischengang vom Salon in die Achterkabine. Da sind Regale und da haben wir ähnlich wie das System auf der Arriva so Schiebebretter eingefügt, damit die Sachen, die Kisten beim Segeln nicht rausfallen, wenn wir dann Lage machen. Und die lackiere ich jetzt noch, damit sie ein bisschen geschützter sind und auch ein bisschen heller aussehen. Ja. Du weißt aber schon, dass du eigentlich Lebensmittel beim Lackieren
dass das hier überhaupt nicht geht, ne? Es ist wasserbasierter Lack, das ist nicht schlimm. Ist auch wasserbasierter Kaffee. Eben. Gleich und gleich gesellt sich gern. Sieht toll aus, ne? Die deckt vor allem besser, als ich erwartet habe. Also, ich habe gedacht, die deckt deutlich schlechter. Ja, zwei Schichten, alles gut. Wir machen hier ganz viel Upcycling, das heißt, wir arbeiten mit Holz, was schon da ist, was andere nicht brauchen. Und das hier zum Beispiel war von einer Kiste von dem einen Laden von vorne, da hatten wir gefragt, ob wir das mitnehmen können, weil warum soll man das ganze Holz nochmal neu kaufen, wenn es eh schon gibt. Also Nachhaltigkeit, ganz wichtig. Premiere geht los, wir machen gleich den ersten Waschgang. Wäsche ist drin. Hier ist Waschbüttel, Einfühl, Stutzen. Das geht mit Flüssigwaschmittel. Und bis zu 400 Milliliter sollen rein können. Und er hat eine Waschmittelzufuhrautomatik. First things first, müssen sie anschließen. Ist die nicht schön? Die ist super schön, ja. Ich finde das echt ein schönes, ist ein richtiges Schmuckstück, findest du nicht? Ja. Wir machen das so, den Strom in Zukunft wollen wir schon fest installieren. Im Moment ist alles fliegend, aber Wasser zu und Ablauf wird fliegend bleiben. Das ist für uns sinnvoll und seht ihr auch gleich warum. So, holt mal vor. Der Wasserabfluss kommt jetzt bei uns hier in den Wasserabfluss. Also das ist die Duschtasse und hier geht auch das Wasser vom Wasserhahn, das Abwasser rein und läuft dann durch einen Kanal nach hinten in den Motorraum. Und da ist der Pumpensumpf und dort wird das Wasser nach außen geleitet. Also alles sämtliches Wasser, was hier in der Amel fließt einmal durch und hinten raus. Fand Christoph erstmal ein bisschen merkwürdig, aber inzwischen hat er sich, glaube ich, dran gewöhnt, dass das so ist. Hier ist der Wasserzulauf. Der Schlauch von der Tiny Wash kommt mit so einem Schnellverschluss an, wie so ein Gardena Gartenschlauchverschluss. Da hat Christoph ja die letzten Tage die Wasserinstallation hier für sowohl die Waschmaschine als auch den Tank installiert und hat sich da echt was Cooles überlegt. Ich quetsche mich mal hier hin. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Es kommt hier einmal Warmwasser an und einmal Kaltwasser und ich habe hier für jedes von Warmwasser eine Schiebermöglichkeit eingebaut und für Kaltwasser auch. Das ist hier oben. Man kann die Temperatur ganz grob einstellen. Wir haben jetzt aber die Erfahrung gemacht, dass wenn wir hier Warmwasser voll aufdrehen, dass hier trotzdem hier hinten nicht viel mehr als 40 Grad ankommen. Und dann geht es hier vorne auf den Hahn. Wenn ich den jetzt aufdrehen würde, würde Wasser rausspritzen. Und hier ist die Schnellkupplung. Das wird übrigens mitgeliefert mit der Tiny Wash, diese Tülle, das Gegenstück hierzu. Und das ist ein Schnellverschluss. Der wird einfach nur aufgesetzt. Und dann öffne ich diesen Gesamthahn. Und jetzt hat die Waschmaschine Wasser. Warum ist das so wichtig, dass man warm Wasser dazu führen kann? Also das, warum hast du nicht einfach nur ans Kaltwasser den Anschluss gemacht? Geht auch, ist das Einfachste. Wir haben es deswegen gemacht, wir wollen ja
möglichst wenig Energie verbrauchen. Und wenn wir eh schon warmes Wasser haben, weil wir zum Beispiel mit einem Motor gefahren sind oder weil wir durch Solarstrom den Boiler schon erhitzt haben, dann möchte ich das Wasser natürlich verwenden und möchte nicht, dass die Waschmaschine nochmal heizt. Wir können hier, wenn wir mit warmem Wasser reingehen, den Vollwaschgang auf ca. 330 Watt, also 0,33 Kilowattstunden Verbrauch drücken. Und das wären ungefähr 30 Ampere Verbrauch bei 12 Volt. Und das finde ich wirklich wenig. Und deswegen machen wir das. Strom fehlt noch. So, Strom ist bei uns noch ein bisschen suboptimal, aber ihr wisst ja, wir arbeiten dran. Das ist wie so ein allein schon die Begrüßungsmelodie ist ein Träumchen, ne? Hier sind die verschiedenen Waschprogramme. Also Smart, Hot, Quick, Kids, Small, Eco, Self-Clean. Ihr habt ein Selbstreinigungsprogramm. Man kann auch nur schleudern, wenn du doch was mit der Hand ausgewaschen hast. Du wolltest kein QVC machen, ne? Nee. Bist du aber weit davon entfernt. So, ich schalte sie jetzt mal ein. Quick ist der Schnellwaschgang. Mhm. Das wollen wir. 15 Minuten, genau. Jetzt ist sie umgesprungen auf 15 Minuten. Genau, mit Innenbeleuchtung. Okay, Wasser war auf. Wasser ist an, ja. Hast du dich jetzt erschreckt? Bling. Geht los. Ah, jetzt kommt das Wasser. Sie schleudert jetzt, aber man sieht, es ist nicht viel Bewegung in der Maschine drin und auch nicht in der Unterkonstruktion, was mich echt glücklich macht. Ich hatte Sorge, dass die Schleuderbewegungen stärker sind und dass das mehr Belastung auf die Unterkonstruktion bringt. Also das ist jetzt vor allem die Maschine, die vibriert. Die Unterkonstruktion vibriert so gut wie überhaupt nicht. Fertig. Fertig! Auftritt Marion. Ganz schön eng hier drin, ne? Ja. Es gibt für die Tiny Wash auch einen tollen Einbaukit mit Aluprofilen und so weiter, aber da wir diese Unterkonstruktion, diese Box für die Kühlbox noch mit einbauen wollten und so weiter, haben wir uns dafür entschieden, das selber zu bauen, was auch absolut
in Ordnung ist. Und man kann es natürlich direkt an eine Wand schrauben, wenn man eine passende Wand hat. Wir wollen natürlich so wenig wie möglich in die noch komplett intakten Wände von der Amel schrauben. Deswegen lieber eine Unterkonstruktion. Ah, ich freue mich. Erstmal Wasserstopp und Schlauch abziehen oder so. Ich habe jetzt nach vorne gedreht, das ist jetzt zu. Und wenn ich den jetzt abnehme, kommt Wasser dann raus. Ein bisschen was, ne? Tropft, ja. Kriegst du nasse Füße. Mhm. Ach so, das war's. Mhm. Gut, lassen wir auslaufen. Hast du was zum, oder nimmst du es in die Hand? Ich habe ein Netz drin, das nehme ich, das habe ich noch mit verwaschen. Soll ich reinfilmen? Ja, kannst du gerne. Keine schlimmen Sachen drin. Die Waschmaschine hat übrigens auch eine integrierte Trocknerfunktion. Aber man möge uns verzeihen, draußen ist unfassbar schönes Wetter und wir hängen die Wäsche jetzt draußen auf. Wir werden auf jeden Fall nochmal ein Follow-up machen und euch darüber berichten. Ich gehe jetzt Wäsche aufhängen. Unser eigenes Waschmittel. Bin so glücklich darüber. Nicht mehr diese Chemiebomben und Parfümbomben. Aus dem Waschsalon. Oh, herrlich. Ist das nicht schön? Böse Stimmen sagen, du hast nur Ringelsachen, ne? Wie kommst du denn auf die Idee? Das stimmt nicht. Es ist gelogen. Das ist komplett gelogen. Ich habe nicht nur geringelte Sachen. Ich habe fast nichts Geringeltes. Ja, genau. Fast nichts. Ja, naja, nun, ne? Ist halt maritim. Ist halt so. Ach, ist das herrlich. Oh, ich bin so glücklich. Hm. Ich auch. Das kann man sich nicht vorstellen. Und übrigens die Waschmaschine mit Unterkonstruktion und dem Wasseranschluss ist das erste große Projekt, was wir hier auf dem neuen Boot abgeschlossen haben. Uns kommen noch viele weitere Projekte. Also das sind die Bretter. Ich weiß, es ist hier eng und es ist dunkel. Ich kann es leider nicht anders zeigen. Es ist nur der Durchgang. Also hier sind die wirklich nur so eingeschoben, um zur Seite zu schieben. Da ist voll. Und dahinter stehen die Kisten. Und wenn man segelt, ist halt die Gefahr, dass das alles rausfällt. Deswegen war das wichtig, dass wir was davor machen. Und da haben wir jetzt einfach nur die Bretter davor gemacht und die werden nur beiseite geschoben. Anders als, wie gesagt, in der Arriva gibt es hier keine Laufleisten. Und das ist die andere Seite. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie das klappt mit der Kamera. Das ist das Brett. Das ist hier so eingeklemmt. So. Und dann kommt man halt anders dran, was dahinter ist. Das ist auch geschützt vorm Rausfallen beim Wellengang. Und zusätzlich sieht es halt deutlich heller aus als ohne. Das war jetzt auch noch mal ganz wichtig. Ist noch nicht die optimale und auch noch nicht die letzte Lösung, aber jetzt erstmal die Lösung, die wir schnell umsetzen konnten und die auf jeden Fall deutlich besser ist als vorher. Übrigens, komm mal rüber. Steht hier noch ein Buch, auf das wir sehr gerne hinweisen wollen, von der Claudia und vom Jonathan, 7 Farben Blau, wer gerne liest. Das ist ein Tipp von uns. Das ist ein sehr schönes
Die beiden waren 7 Jahre unterwegs bis zu den Osterinseln und haben ihre Erfahrungen darauf geschrieben. Ist sehr schön, verlinken wir unten. Im nächsten Video wird auf jeden Fall ein Projekt fertig, das wissen wir. Wir wissen also, nur noch nicht welches. Also es ist fast fertig, also es ist quasi fertig. Der Schweißer war da und hat ein paar Sachen geschweißt. Was aber sonst noch so fertig wird, müssen wir sagen, wissen wir tatsächlich selber jetzt auch noch nicht. Also, aber es geht voran, Stück für Stück, eins nach dem anderen. Wir hangeln uns durch und warten auf Lieferungen und so versuchen weiter. Den Überblick nicht zu verlieren und uns nicht zu verzetteln. Wir müssen Haken ran, muss genau. Vorangehen. Genau. Wir sind oft darauf angesprochen worden und deswegen haben wir jetzt auch eine Patreon-Seite eingerichtet. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir dort eine schöne Community zusammenkriegen würden. Wenn dir gefällt, was wir machen und du dich bedanken möchtest, dann werd doch Teil unserer Crew und komm einfach mit. Wir werden je nach Mitgliedschaft unterschiedliche Goodies für euch haben. Bis hin zu einem persönlichen Telefonat mit uns. Es wird auch wöchentliche Live-Updates geben und Zoom-Calls. Also je nachdem, welchen Teil der Crew du angehörst, du kennst das Prinzip von ja. Patreon. Wir haben jedenfalls viel vor, also mach mit, wir freuen uns drauf. Wir freuen uns drauf, genau. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Vielen Dank und tschüss. Tschüss.